So, hallöchen, damit willkommen hier zurück beim Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Ed Burg seit langem. Und das Ganze mit dem frisch erschienenen Z3S 319UL. Also, der Bus ist, kann ich euch mal vorwegnehmen, der ist einfach Hammer geworden. Und deswegen habe ich gedacht, sowohl von mir selber aus, auch als von Zuschauerwünschen, zugespammt wurde ich sogar fast. Also, dass ich den Bus mal fahren soll, kann ich aber auch verstehen. Also der ist wirklich richtig, richtig Hammer geworden und das hat wirklich auch hier Möglichkeit, meiner Lieblingsbus zu werden, einfach weil der unglaublich Hammer ist und unglaublich gut ins Überland passt. Allerdings, ja, ist der gute Kollege hier knappe 15 Meter lang. Heißt, das wird relativ interessant, den hier durch die Landschaft zu gurken, aber ich denke mal, das sollte einigermaßen funktionieren. Vielleicht, wenn ich mich anstrenge. Nicht so auf jeden Fall lustig hier mit dem ganz langen Gefährt, aber wir kriegen einiges an Leuten hier rein. Das sieht man auch schon, wenn man hier ein bisschen durchguckt. Also das ist einiges an Sitzreihen, was wir da haben. Und genau, das ist auch einiges länger als der Kollege hier. Der 12-Meter-Bus, knapp 12-Meter-Bus hier von MAN, den wir da neben uns stehen haben. Also wir kriegen echt einiges an Leuten rein. Wir steigen gerade mal ein. Das hier ist das Dashboard. Ich habe mir die Sicht ein bisschen runtergestellt. Also für die, die es interessiert, der Z-Wert ist genau bei 2. Dann habe ich ungefähr die Sicht. Das finde ich ein bisschen angenehmer. Ich kann aber verstehen, warum der Ersteller die etwas höhere Höhe gewählt hat, wegen dem Spiegel hier links, aber da gucken wir trotzdem nach oben, das ist in Ordnung. So, bevor ich jetzt ganz viel Quatsch will, dann starten wir gerade mal die Elektrik, starte den Motor, hört sich gut an. Mach vielleicht mal ein bisschen Fenster auf, wunderbar, alles durchtreten, was wir haben. Dann einmal die Kasse hier hochfahren lassen, so, und dann würde ich sagen, kümmern wir uns aber zuallererst hier mal um das Heizungssystem. So, dann stellen wir hier gerade mal die Temperatur auf. Also standardmäßig hier, wenn man auf 0 ist, ist man auf 22 Grad. Da kann man das Ganze dann mit plus, minus ein paar Graden so machen. So, hier könnte man die Klimaanlage noch an- und ausschalten. Und hier eben die Frischluftzufuhr von außen. So sollte das jetzt einigermaßen funktionieren. Das ist auf jeden Fall das Heizungspanel hier. Und wir stellen hier gerade mal ein Ziel. 400, ich habe es auf einem anderen Bildschirm liegen, 38. So, 4124 nach Astig. Routen habe ich halt leider nicht, wegen vierstelliger Liniennummer und so, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Wir fahren einfach mit Zielbeschilderung, wie wir da sehen können. Okay, das Z will er gerade nicht darstellen, das ist egal, das ist nur ein Anzeigefehler. So, und wir können vielleicht nochmal hinten den Bus mal anmachen. Ja, genau, wir fahren nämlich durch einige Tunnels durch. Stand ich mal auch mal rein. Und dann würde ich sagen, ziehen wir gerade mal vor zur Starthaltestelle. Dafür müssen wir aber erstmal eine ganz kleine Runde drehen, weil ich habe mich zwar letztes Mal mit dem UL getraut, dazu wetten mit dem 15-Meter-Bus ist es mir dann aber doch ein bisschen viel zu viel verlangt hier. So, da steht schon der Kollege ein bisschen abseits, er hat schon gesehen, dass ich 15 Meter hier habe. Und denkt sich nur so, oh, Hilfe, 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 da halte ich mal besser Abstand. Dann lass er dir mal in den Haltestellenbereich einfahren und ich verdünnisiere mich mal, hat der Kollege wahrscheinlich so gedacht. So, und ich guck mal, dass ich einmal die Runde fahre. Sollte aber einigermaßen funktionieren. So, die Dame möchte natürlich noch rüber. So, da ist frei, das ist gut. Da sieht es auch freier aus, das ist beruhigend. Und dann immer gucken, dass wir hinten mit dem letzten Stück mit unserer nachgelenkten Achse nicht irgendwelche Schilder oder ähnliches mitnehmen. Das ist dann immer ein bisschen, ja, muss mal gucken, wo man bleibt. So, Ed Burg Rathaus muss das doch nicht sein. Wir fahren ja, wie gesagt, hier erstmal zur Starthaltestelle. So, da sieht es, hoffe ich mal, gut aus. Man sieht nicht ganz so viel, wie ich gerade sehe, aber hier ist auch nicht allzu viel los in Ed Burg, das heißt, es sollte irgendwie funktionieren. Nachher, wenn wir fahrgestern, fahre ich natürlich ein kleines bisschen seriöser. Ich habe ja gerade gedacht, komm, drück so ein bisschen auf die Tube, sonst sind die Fahrgäste alle unzufrieden, weil du zu spät bist, gleich am Start, das muss auch nicht sein. So, aber ganz ehrlich, das mit dem Wettnehmen 15-Meter-Bus, das habe ich mir doch nicht getraut, deswegen machen wir hier eben einfach mal die kleine Runde, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe. So, einmal hier und dann einmal rein da. Ja, da steht der Kollege noch. Im O307. So, zack, die du. Einmal durch da. Sehr bodenständig hier. Ich weiß nicht, was da los ist. Das hat funktioniert, bevor ich geupdatet habe. Aber warte mal, die neue Version erstmal von Ed Burg ziehen. Die ist auch schon weiter draußen, bevor wir hier fahren. So. Einmal auf damit und dann würde ich sagen, dass er gerade, wenn die Leute einsteigen. Guten Tag, hallo. Im Fahrschein. Okay, ich kann einen Fahrschein, gut. Also, ich weiß nicht, ob das soweit stimmt, weil wir sind ja schon ein paar Haltestellen gefahren. Vielleicht denkt er so, dass wir schon weiter sind, als wir sind. Auf jeden Fall 8.54 Uhr ist Abfahrt. Das ist schon mal als Referenz und wir haben es 8.53 Uhr. Okay.
Der ist wahrscheinlich schon mit der Weiterschaltung ein bisschen weiter. Ansagen haben wir halt leider eben dementsprechend, denkt man sowieso keinen hier auf der Karte. Aber die Vögel sind so penetrant. Ich mach mal zu hier, es ist ja unglaublich laut. Boah, besser. Können wir vielleicht mit Dachluke schon mal aufmachen. Zumindest mal auf diesen Kippmodus, dass er so ein bisschen Luft rauszieht. Ich glaube zwar nicht, dass wir allzu viele Fahrgäste haben werden hier auf dieser Linie, aber hab mal gedacht, zum Test ist der Bus hier ganz schön auf Edbruck. Das passt landschaftlich ganz schön. Hab mir es vielleicht gedacht, Dobel ist halt ein bisschen sehr schäbig und ja. Hier passt auch sehr gut hin. Winsenburg sind wir auch schon neulich mal gefahren. Die 126, 135 im Teststream, das muss ich mir auch nicht nochmal geben. So, aber jetzt könnte gleich mal die Uhr 54 umspringen und ich könnte losfahren, oder? Was hättet ihr davon? Na? Hältst du nichts davon, liebe Kasse, dann halt nicht, ne? Warten wir noch ein bisschen. Wobei, es ist keiner mehr da, ganz ehrlich. Ich fahr mal los. Oh, ach, gerade also 54 umgeschaltet. Wunderbar. So, einmal so darum lenken, dass wir hinten nicht irgendwie irgendwelches Bahnhofsinventar hier... Ach, der Kollege fährt auch gerade los. Okay. Nicht, dass wir noch irgendwelches Bahnhofsinventar da mitnehmen von Haltestellenschildern oder... Was haben wir noch? Irgendwelche Hütchen. Was aber da rumsteht, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Habe ich mal gehört, das ist nicht allzu optimal. Deswegen sollten wir uns dann... Ja, insofern Bedacht zeigen, dass wir das nicht mitnehmen. So, da ist frei. Einmal rum da. So, ein bisschen ohne hier sofort Gewehrenschild. Vorher ist auch da stehen geblieben. Das heißt, dieses Mal klappt es auch wunderbar. So. Edbruck Rathaus. Möchtet ihr mit oder möchtet ihr mit dem Kollegen mit? Ich glaube, die Dame möchte mit mir. Nee, der Herr möchte mit mir. Okay. Boah, die Tür ist einfach echt cool gemacht. Also, wir haben auch die Hubverriegelung aus dem UL drin. So, guten Tag. Ich war gerade mal ein bisschen vor, damit der Kollege das auch halten kann. Wir sehen zwar nicht allzu gut nach hinten, weil mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Schulterblick hier. Es ist ein bisschen schade, aber was willst du machen? Sophie 1, 2, 4, da lang, das haben wir auch schon mal gesehen heute. Hör, du fährst voll im Kreis. Ja, tut mir leid, aber ich wollte die Ausfahrt vom Betriebshof auch gleich mitsimulieren. So, Edbruck Post ist nichts für uns. Wäre dann, wenn wir mit der 4, 1, 2, 3, Höhe 1, 2, 3... Ja, genau, wenn wir mit der dann ankommen würden hier aus Streeldorf, dann würden wir da noch einmal halten, zum Leute rauslassen. Aber wir fahren eben raus hier aus Edbruck. So, vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, ein bisschen vielleicht. So, 4124, genauso wie der Schnellbus 1. Aber wir fahren hier heute mal eine reguläre Linie. Wäre es ja, glaube ich, auch ganz schön gewesen, so einen Schul- oder so einen Schnellbusverkehr hier mit so einem Bus zu fahren. Gerade wenn vielleicht ein bisschen mehr los ist, aber ich weiß halt nicht, ob wirklich mehr los ist zu diesen Sonderverkehrszeiten. Könnte mir zwar vorstellen, weil es dann eben Sonderverkehre gibt, aber ob das wirklich so ist, das weiß ich eben nicht. Naja, es ist eben ein Mysterium, welches noch gelüftet werden muss. Boah, aber diese Vögel, ey, das ist unglaublich. Also die Vögel sind sehr penetrant, muss ich sagen. Also es ist sehr laut. Aber es ist schönes Vögelgezwitscher hier, es ist super. Wenn wir schon nicht draußen Herbst haben, wobei das Wetter, das könntest du wirklich im Herbst eher zuordnen, aber hey. Deswegen passt es doch ganz gut hier. So ein schöner, sonniger Herbsttag, wie man ihn gerne hätte. Das ist im goldenen Oktober, den wir, glaube ich, sogar hier haben im Spiel. So, was haben wir denn hier? Möchte jemand mit? Keiner. Mühlensiedlung. Keiner da. Möchte keiner nicht an der Mühle? War da keiner irgendwie spazieren gehen oder... Das Mühlrad beim Drehen zuschauen. Nix, gut, dann... Wenn ich will, hat schon gehabt, gell? Da mache ich mir einfach nichts vor, dann fahren wir einfach weiter. So, einmal rum da. Und ich habe auch gesehen, also ich bin da nochmal selber gefahren. Ich bin selber echt einige Testrouten mit dem Bus gefahren. Und da bin ich auch die 4124 hier gefahren. Die fährt hier sehr viel auf Kopfsteinpflaster. Das heißt, der Bus hier hat einen Verschleiß, das ist unglaublich. Ich versuche es auch schon auf dem Kopfsteinpflaster vielleicht nicht schneller zu fahren als... 50 vielleicht, das ist ja immer so das Maximum, was wir hier haben. Aber wir haben ein paar weniger Tunnels hier auf dieser Strecke, die wir überwinden müssen. Und von dem her passt das eigentlich trotzdem so weit. Aber ich habe eben schon mal vorsorglich hinten im Fahrgastraum das Licht angemacht. Wir könnten... Ach komm, wir schalten mal einen fünften. So ganz gemütlich hier. Bisschen tieftüriger drehen. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, dass man mit der Drehzahl nicht wirklich hier über die... 1500 Umdrehungen rauskommen. Das finde ich ein bisschen schade, aber... Na, dafür lässt sich echt gut schalten, der Bus. Ist sehr angenehm. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich saß noch nie in einem S319 UL oder aus einem Enger der Baureihe. Also, die Setra 300er Reihe, also die hatten wir nie wirklich bei uns. Also, bei uns vorher nur hier Deutsche Bahnbus, Südwestbus mit
O507 haben sie größtenteils gehabt. Doch, wir hatten einmal einen mit der GT-Front. Da hatten wir mal einen. Stimmt. Wir hatten mal einen mit der GT-Front. Hatte Südwestbus ja auch ein paar, aber ja, kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Das ist schon lang, lang her. Aber wenn man sich mal Bilder von dem Dashboard hier anguckt, also das Ding ist vom Modell und von den Texturen einfach richtig, richtig Hammer geworden. Also mit sowas wie der Sitzposition oder der Kassentextur, wo man ein bisschen schlecht lesen könnte. Ich habe mir mal die aus dem Lion City von Karmas reinkopiert. Ja, kann man ganz einfach machen, einfach überschreiben lassen. In die Sitzposition ein bisschen tiefer und dann ist das Gefährt einfach der Hammer. Also vor allem die Türen verhalten sich sehr real. Ganz gemütlich aufgehen die Türen. Und auch das Schaltgetriebe, finde ich, schaltet sich sehr angenehm. Also der Bus ist einfach Hammer und sieht auch einfach richtig, richtig klasse aus. Was ich ein bisschen seltsam finde, sind so diese pinken Sitzbezüge da von hinten, aber das muss anscheinend surreal sein. Genau, es muss anscheinend surreal sein. So muss es sein. Das kann so nicht existieren. Solche pinken Sitzbezüge, das gibt es einfach nicht. Das ist inexistent. So, das haben wir hier nicht. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, also das ist mehr auf höchstem Niveau, weil der Bus an sich einfach echt klasse ist. Was ich schade finde, dass eben, wir haben einen Almex eingebaut, aber der nutzt das IBIS-2-Skript, also ohne automatische Weiterschaltung. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Einfach, weil ich auch denke, so ein moderner Almex-Drucker, wie wir ihn da haben, der funktioniert einfach mit GPS. Der hat, muss nicht selber weiterdrücken oder sowas, sondern der funktioniert einfach per GPS. Oder per alle möglichen anderen Ordnungssystemen, aber ohne automatische Weiterschaltung kenne ich das Ding eigentlich nicht. Wenn wir jetzt den alten Almex hier aus dem O307 oder aus dem O507 drin, der hätte ich das verstanden. Wobei, da war gar keine Haltestelle Weiterschaltung. Aber so finde ich das eben ein bisschen, ja, stört so ein bisschen das Fahrgefühl eines Almex, aber dass wir einen Almex drin haben, finde ich auch klasse. Also, man hätte jetzt natürlich auch alle möglichen anderen Drucker hier reinbauen können, hätte, glaube ich, alles gepasst, weil der Bus hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ist auch noch die Vor-Facelift-Variante, die wir hier haben. Und ja, genau, ich habe auch schon gesehen, dass es, glaube ich, irgend so ein Repaint-Template gibt für die Facelift-Variante, aber irgendwie muss ich sagen, ist das nicht ganz so mein Fall. Ich finde generell diese Fake-Lift, wo alles so mit Repaints ohne Modeling-Dingens, ah, ihr wisst, was ich sagen will. Also, wo nur die Textur verändert ist, aber nicht das Modell an sich, das finde ich irgendwie ein bisschen, ist nicht ganz so mein Fall. Deswegen bleiben wir schön beim guten alten Ursetra. Einfach Hammer. Ich finde das Ding schön. Boah, und vor allem auch hier gerade um das Dashboard rum. Das sieht alles einfach an diese Texturen. Also das ist Hammer. Ich finde das einfach, ich finde das unglaublich begeisternd. Das ist schön. Da stört es mich halt auch nicht, dass der von außen so ein bisschen, also dass die Scheiben ein bisschen seltsam aussehen. Das stört mich dann auch nicht, weil ich einfach, ich sehe den Bus von innen. Es wäre jetzt auch schön gewesen, wenn das nicht so wäre. Aber ganz ehrlich, es ist so, wie es ist. Man von innen ist ja einwandfrei. Und das hat echt hier Möglichkeit, mein Lieblingsbus zu werden, gerade vielleicht auf Linien, wo ein bisschen mehr los ist, wo der O507 vielleicht überlastet wäre. Weil hier haben wir echt wirklich Sitzplätze, das ist unglaublich. Da kriegen wir einiges an Leuten rein. So, einmal raus hier, wenn ich dann raus. Der Herr, okay. Hat sich auch voll gelohnt hier, der lange Bus. Also, wie wir schon sehen können, wir haben Fahrgäste, das ist unglaublich hier morgens um kurz nach 9. Also, was hier in Edbruck alles los ist, da geht voll die Party ab. Aber es ist nun mal einfach so ein Überlandverkehr. Da ist nicht immer viel los. Also außerhalb der Schulzeiten ist man da ganz gemütlich. Haben wir immer schon vorne, kann man mit dem Fahrer eine Runde schnacken oder sowas. Ist schön. Einfach schon die Hamburger Kühe da noch. Erinnere ich mich immer wieder gerne dran zurück an die Anekdote damals aus der History of Freifurt. Ach, das war noch Zeiten damals. Ach, die guten alten Hamburger Kühe. So, den Gang vielleicht einmal reinlegen. Und nicht nur versuchen, den so, naja, alibimäßig da ranzuhaben. Es ist, glaube ich, wirklich besser und tut auch der Beschleunigung gut, wenn der Gang drin ist. Aber merkt ihr echt, also 50 ist echt hier Ende. Sonst macht die Federung das nicht mehr lange mit, wenn wir da so weiter so durch die Gegend heizen da. So, Heizungssystem ist auch funktionieren. Also wenn wir jetzt hier noch den Knopf da drückt, den ich vorher auch mal gezeigt habe, dann geht auch automatisch die Klimaanlage an. Weil wir sehen können, von außen hier da haben wir auch eine Dachklimaanlage. Also das Ding ist nämlich mit Klimaautomatik ausgestattet. Man stellt eben mit dem Plus-Minus die Temperatur ein, die Solltemperatur. Und der Bus versucht die dann automatisch zu halten. Das finde ich echt klasse gemacht. Also weiß ich gar nicht, ob das im realen Bus genauso ist, aber ich gehe mal davon aus, wenn das hier so umgesetzt ist, dann ist es echt fortschrittlich, muss ich sagen. Also hier ohne großartig
eigener Temperatureinstellung. So, und der Kollege möchte jetzt auch raus, oder was? Ja, die zwei T-Shirt-Männer, die wir noch haben. Wird ganz leer, der Bus. Das lohnt sich ja voll, die Linie hier. Hätte man sogar mal im Auto fahren können. Ein Fahrer, vier Fahrgäste, das reicht locker hier, aber... Haben wir mit den langen Kollegen hier aus dem Hause Setra genommen. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Bus klasse finde. Ich weiß es nicht. Ist einfach der Hammer. Ich finde es super. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Bus schön finde. Ich glaube noch nicht. Ist auch voll interessant, das zu hören, glaube ich. Ich fühle mich gerade so wie in den allerersten Folgen ATS. Da habe ich nämlich genauso nur drüber geredet. Dachte, das ist so schön hier und das ist so klasse gemacht. Und boah. Aber ganz ehrlich, was immer auch anderes dann die Textur, wenn man da ranzoomt, das ist einfach... Es ist einfach richtig, richtig klasse gemacht. Also zur Performance kann ich nicht allzu viel sagen. Aber ich habe den noch nicht wirklich auf Herz-Nieren getestet bei ganz schlimmen Performance-Verhältnissen, sondern ich bin einfach nur bis Überland gefahren. Das ist ja generell nicht so schlimm. Und da gehört der Bus meiner Meinung nach halt auch eben hin. Man merkt auch hier, wenn man leicht hier das akustische Signal vernimmt, ich bin mal ganz kurz etwas leiser, man vernimmt auch das Pfeifen eines Tourbus. Ich weiß gar nicht, ob der Bus in der Realität auch einen hat. Ich gehe mal davon aus, wenn das hier so umgesetzt ist, dass der in der Realität einen hat, so ein Turbo. Dann hört man auch echt schon, der zieht auch echt gut. Also wenn man merkt, der Turbo zieht an, dann zieht das nochmal ganz gut mit hier. Die Karre hier. So, eigentlich könnte man die Kasse ausschalten, weil kein Mensch braucht. Aber real ist es natürlich nicht, weil so eine Kasse fährt auch immer eine Weile lang hoch. Je nachdem, was für ein Modell man dann hat, dann nochmal ein paar Minuten ganz gerne. Muss nicht sein, dass alle paar Minuten die Kasse noch hochfahren müssen. Gibt's Fahrscheine vom Abreißbock, ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Bodenwied, Höhenweg. So, da möchte man raus. Und das Mädchen, das sich hier schön hinter den Büschen tarnt, vor den Büschen, das möchte gerne mit. Okay, also einmal hier. Stehen bleiben, Tür schon auf. Am besten nicht hier gegen die Leitpfosten schwecken. Guten Tag, hallo, morgen. Kein Fahrschein, wirklich nicht. Finde ich echt schade. Ach, es ist allein im Bus, oder was? Ja, Tatsache, ist alleine hier. Hauptsache hinstellen. Na gut, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich das nicht so toll finde, dass Omsi Sitz- und Stehplätze gleich behandelt. Habe ich bestimmt nie erwähnt, nein. Aber es ist echt was ich mir noch gewünscht hätte, was man jetzt noch bevor es die Entwicklung komplett nur noch auf Lotus beschränkt ist, dass man das vielleicht noch irgendwie mal angepasst hätte, weil ich glaube, so schwierig dürfte das nicht sein, dass man einfach zwei Typen von Plätzen... Oh, eine LKW. Oh. Ihr mutet mal erst zu hier, das ist unglaublich. Ja, und du brauchst auch gar nicht meckern, Kind. Kannst dir mal selber hier ans Steuer von so einem 15-Meter-Teiler setzen und dann hier durch die Gegend duckeln, ne? Das ist nicht so einfach. Also, was ich sagen wollte, ist eben, dass man das einfach über Priorisierung regelt, dass zuerst eben Sitzplätze aufgefüllt werden, aber, naja, finde ich eben ein bisschen schade. Bringt dann eben auch einiges an Unrealismus rein und einiges an, ja, Trash-Faktor, wie wir hier gerade hinten sehen können. Ja, es ist super. Vor allem, weil wir sehr viele Sitzplätze haben, aber vergleichsweise wenig Stehplätze. So, einmal hier vorsichtig da rum. Da kommt Koina, auch kein Kollege der anderen Linie, auf die wir hier gerade stoßen. Bodenwied Ortsmitte, genau, da treffen nämlich die Linien aufeinander. Die andere hat jetzt so einen kleinen Umweg gemacht über ein paar andere Käfer und wir sind den direkteren Weg gefahren. So, hier möchte echt keiner mit.